Das ist zum Beispiel einer dieser Dinge, die in der Acropora-Haltung ganz spannend sind. Das, was ich da gerade raushole, das ist Schleim von SPS und Acropora-Korallen, die wir in diesem Zuchtbereich haben. Hier sitzen ein paar Muttertiere, Acroporen, Ableger, alles, wo wir ein bisschen länger brauchen, beziehungsweise Stylophora und Nemontis hat kaum welche drin. Das ist unsere Becken-3-Anlage. Mit dieser Anlage haben wir begonnen 2006 und wie ihr hier so sehen könnt, hier am Rand entlang und dem ganzen Bewuchs läuft die jetzt seit 2006 ununterbrochen durch. Und in einem der letzten Kommentare und möchte mich auch nochmal bedanken für die vielen Kommentare, die kommen und vor allem auch viel Anregungen, es freut mich sehr, ging es um das Thema Acropora. Und jetzt sind wir ja so, in Amerika heißt es Stickheads. Also von Anfang an haben mich die Tiere irgendwie mehr fasziniert wie jetzt Weichkorallen und LPS-Korallen oder was weiß ich. Sondern das war schon immer so, dass das, was ich machen wollte, eben Acros waren oder SPS. Was für die, die es nicht kennen, Small Polyps Scleractinian heißt, also schmalpolypige Steinkorallen. Und LPS ist Large Polyp, also großpolypige Steinkorallen. Jetzt gibt es da natürlich immer wieder so ein paar Arten hin und her. Ob die jetzt dazugehören oder nicht dazugehören, aber Acroporas gehört ganz klar zu den SPS und SPS-Haltung, ein Acropora-Aquarium ist das, was mit Abstand am schwersten zu halten ist in der Meeresaquaristik, abgesehen mal von NPS-Korallen, also den nicht photosynthetisierenden Korallen, wo auch eine große Herausforderung sind. Grundsätzlich ist es einfach so, dass wir bei den SPS ein sauberes Wasser, ein vor allem aber und viel wichtiger, ein sehr stabiles Milieu anstreben müssen. Bei einer maximalen Anzahl von Parasiten, die wir dadurch kriegen und bei einer maximalen Reaktion auf kleinste Veränderungen. Alles in allem würde ich sagen, dass die grundsätzlich zu den am schwersten zu haltenden Heimtieren gehören und auch eine gewisse Erfahrung einfach voraussetzt, wenn man denn heute zu Facebook geht und dann sieht man so tolle Bilder und natürlich mit Filter geschossen und was für geile Farben. Und dann sitzt man da, hat ein leeres Becken, will das jetzt haben, stopft dann 5 Ableger in eine Anlage rein, kauft sich alles, was es zu kaufen gibt und jammert hinterher rum, weil es dann doch nicht funktioniert. Also Acros waren immer das, was ich machen wollte. Acros, die mir gefallen haben. Ja, ich weiß, sie bewegen sich nicht, aber wie gesagt, Polypen und ich stehe auf dieses Makroleben, also das wirklich ganz Feine drin ist. Das andere langweilt mich tatsächlich ein kleines bisschen eher. Also das ist einfach mal persönliche Referenz. Die Ausbildung von 4, 5 Farben, also auch das hinzukriegen, dass die Tiere gesund sind und dass die sauber stehen. Fasziniert mich. Genauso fasziniert mich aber auch das Parasitenleben. Die Tiere sind teilweise, die unsere Acros fressen, kosten mich ein Schweinegeld. Deswegen müsste ich sie hassen. Allerdings haben die so tolle biologische Funktionen und Schutzmechanismen entwickelt, dass sie für sich allein betrachtet auch schon sehr, sehr spannend sind. Das wird sicherlich auch noch einen Teil dazu geben, wo wir mal über Parasiten mal ins Detail gehen, warum, wieso, weshalb eben eine ICP nicht alles ist, sondern nur ein Teil und ein gutes Werkzeug für die Acropora-Haltung. Wie kommt man eigentlich dazu, die Acroporen zu halten bzw. herauszusuchen, welche nehme ich denn jetzt und welche nicht? Wie habe ich es gelernt? Als ich in den Großhandel gearbeitet habe, das war früher die Firma Riffeld in Marktstadt, da kamen zu der Zeit die ersten Acroporas. Da waren die ersten Gerüchte, dass da in Berlin einer Acroporas gezogen hat oder dass die gewachsen sind, braun mit einer blauen Spitze. Und dann haben wir, wenn wir gute Verbindung nach Indonesien hatten, kamen die ersten Tiere dann mit und die haben wir dann in ein Becken gestellt mit Korallenbruch als Filter, 5 Liter. 5 Liter Kohle und ein Eiweißabschäumer, Backsteine und viel Fadenalgen. Und da sind die dann reingekommen und ich weiß nicht, da war braune Koralle. Ich sage, hey Chef, guck mal, die ist voll hart, die ist ja lustig, was ist das? Und er sagt, ja, das ist eine Geweihkoralle, das war ganz noch empfindlich. Ins beste Wasser müssen wir tun. Ja, wo haben wir denn das denn? Ja, da, wo die Fadenalgen drin sind. So. Also haben wir die da reingetan und am nächsten Morgen bin ich hin und habe gesagt, du, die wechseln die Farbe, die wird ja ganz weiß. ja, ist wohl tot, wa? So, also, um es mal ganz kurz zu machen, ehrlich gesagt haben wir nie gelernt, wie es geht, sondern wie es nicht geht. Und das haben wir halt über den Lauf der Jahre halt festgestellt, was brauchen wir, was müssen wir machen, wie müssen wir unsere Becken einrichten, damit die Tiere wachsen, leben, sich vermehren. Heute sind wir bei der sexuellen Nachzucht schon erfolgreich. Es gibt in Deutschland den Samuel Nitzer, Jamie Craig sind in England zum Beispiel, die das können. Wir haben hier mehrfach auch schon hingekriegt, dass sie ableichen. Das sind aber eher so Zufallsableichen gewesen durch Temperaturschwankungen.
kann man mittlerweile durch die LED-Technik gut simulieren. Also Acropora können wir. Wir machen hier ja mittlerweile Fragmentationstechnik, wie man hier jetzt an dieser kleinen hier sieht. Aus diesen werden jetzt wieder Ableger gemacht, sodass wir eigentlich unseren Bestand von dieser Acropora machen können. Müssen wir aber nichts vormachen. Wir haben ein paar wenige Arten, die wir nachziehen, und alle anderen Sachen, da reicht der Bedarf, den wir hier züchten können, überhaupt nicht aus, geschweige denn von der Kompetenz für die ganzen Arten, die zum Teil nach wie vor extrem schwierig sind, weil wir es kaum schaffen, die Stabilität in den Becken beizubehalten. Das Starling Light System, das wir hier benutzen und das mittlerweile auch so gut wie die meisten großen Züchtereien nutzen, ist exakt dafür gemacht worden. Weil ich von Anfang an eben diese Acroporas total faszinierend fand und weil es mir voll auf die Pip gegangen ist, als ich da die ersten Akkus hops gegangen sind, und ich habe mich damit nicht so auseinandersetzen können, dass jeder gesagt hat, das ist so, das ist normal. Und mit jedes Mal, wenn mir dann die Tiere hops gegangen sind und mir das gestorben ist, bin ich stinkiger geworden und wollte halt eben rausfinden, wie es geht. Und daher ist eigentlich Balling Light entstanden und auch die Art und Weise, wie Balling Light gemischt ist, nämlich auch, wie ich schon mal sagte, in der Tatsache, dass man mit dem eigentlich gar nicht durchkommt. Der Hintergedanke war einfach, auch natürlich durch die ganzen Besuche und in den Ländern, war halt auch, wie kriege ich auch in den Aquarien mal so ein Tier hin, das eine gewisse Größe hat, das ich einmal wachsen lassen kann. Und wie ich in der Natur halt eben auch gesehen habe, die sind gar nicht so unverletzt. Das sieht für uns immer so aus, aber an jeder Akku findet man immer mal wieder was, dass da mal ein paar Algen drin wachsen oder Problemchen drin sind. Aber wir haben es ja mit einer Tierkolonie zu tun. Das heißt, selbst wenn ich ein Stück dieser Akku jetzt wegnehme und mache sie weiter, besteht das Tier ja weiterhin. Es ist ja nicht so, dass wir dann ein totes Tier haben. Ja? Das ist eigentlich so das Ziel gewesen. Und das ist im Laufe der Jahre natürlich immer weiter expandiert zu immer mehr verschiedenen Arten, immer empfindlicheren Arten. Arten, die sehr weit in Außenriffen vorkommen, wo wir extrem stabile Wasserverhältnisse haben. Also um es mal ein bisschen einfach zu sagen, wir haben eine Acropora-Gruppe, die im Innenriff wächst, nah an der Küste, die schwankende Nährstoffwerte, Wasserwerte, sowas einigermaßen gewohnt sind. Die finden sich hauptsächlich, was wir zum Beispiel haben, die Enzmann oder die Green Slimer, wie es im Englischen heißt, Turakai, solche Tiere, die finden wir dort. Die bilden sehr viel Schleime zum Beispiel aus, die sind gewohnt, mit Lederkorallen und solchen Tieren zusammen zu wachsen. Sie mögen höhere Nährstoffwerte. Insofern ist das so eine typische Beginnerart, sagen wir immer. Das Wort Anfänger mag ich ja nicht so sehr. Aber die kommt eigentlich recht gut auch in den Innenbereichen vor. Robusta mit den langen Stalten. Hier haben wir zum Beispiel noch eine schöne, als jetzt als Bali-Nachzucht zum Beispiel. Wie nennt die sich? Das dürfte eine Formosa sein. Da. Ich habe die meisten Namen ehrlich gesagt gar nicht mehr so parat mit den Differenzierungen. Da muss ich jetzt auch wieder mal mich hinsetzen, mal kurz drüber nachgucken, was es ist. Wir haben ja dann noch eine schöne, die große nachher, die Effloreszenz, da, die kenne ich jetzt halt wieder. Der Gegenpart sind die Deepwater, das heißt die Korallen von der SBS, die tief stehen. Da reden wir so ab 14, 15 Meter Anfang nach unten bis 40 Meter runter. Das sind meistens diese nackten Arten. Das sind also die, wo man schon sieht, die haben wenig Polypen, viel nackte Haut. Da schauen wir jetzt hier in dem Becken keine, da passt es auch nicht wegen der Beleuchtung. Und dann haben wir die Arten, die im Außenriff wachsen, also die praktisch in dieser Brecherzone sind, in Tiefen bis etwa 20 Meter. Wo wir diese typischen Bilder kennen aus dem Great Barrier Reef, diese riesigen Platten. Ne? Das sind zum Beispiel unsere Strawberry Shortcakes, zum Beispiel Milleporas, Tenues bis zum Umfallen in den verschiedenen Variationen, Mirabilis und wie sie alle heißen, aber eben auch Effloreszenz, die ganz unterschiedliche Bedingungen haben. Also ganz oben mit extrem viel Licht, also viel mehr Licht, als wir hier überhaupt generieren können. Da reden wir dann von 1000, 2000, 3000 Paar. Aber natürlich auch welche, die etwas mehr in der Tiefe leben, die mit sehr wenig Licht klarkommen. Dann haben wir Acroporen aus dem südpazifischen Bereich, die sehr hohe Temperaturen gewöhnt sind. Extreme Nährstoffarmut. Dort ist allerdings die Artenzahl auch geringer. Deswegen tun wir uns mit den Fidschi-Tieren so schwer. Weil sie haben hohe Temperaturen, extrem wenig. Das Problem bei den SPS ist ganz einfach erklärt. Sie mögen keine Schwankung. Die Schwankung bezieht sich aber auf die prozentuale Veränderung. Wenn ich ein Becken habe mit 0,2 Phosphat und 20 Nitrat und ich gehe von 21 auf 20 Nitrat, ist es prozentual gesehen keine Veränderung. Das ist denen egal. Wenn ich aber meinen Nitratwert von 1 auf 0,5 reduziere oder noch niedriger von Phosphat 0,02 auf 0,01, dann habe ich halt eben halt mal kurz eine Halbierung der Nährstoffe. Und genau das geht dann gar nicht. Das heißt, die Verhältnisse, die im Riff sind,
die Relationen und Verhältnisse, die wir in der ICP auch zeigen, sind die maßgeblichen Garantien dafür, dass die Koralle die chemische Grundlage hat, mit Parasiten, mit Licht und mit Nahrung umgehen zu können. Die Tiere hatten über sehr viele Jahrtausende, Jahrmillionen Zeit, sich an die Verhältnisse im Meerwasser anzupassen. Und die sind überall gleich. Es gibt mehr Salz, mal weniger Salz, aber die Verhältnisse in der Chemie sind überall gleich. Schwanken tun die Nährstoffe. Schwanken tun ein kleines bisschen die Meersalze, also Eiseneinträge über Flüsse, über solche Sachen. Staub, das Rote Meer zum Beispiel sind Temperaturen starke Beeinflussung ausgesetzt, sodass eine Akro da mal wächst und mal nicht. Und sich eben halt ein paar Akroarten festgesetzt haben, die damit zurechtkommen. Viele andere Arten kommen damit nicht zurecht, die gibt es dort nicht. Und genau das funktioniert halt in der Aquaristik nicht. Das heißt, ich muss wissen, woher kommen die Tiere. Ich muss ein mittleres Umfeld passen, bei dem die meisten Akroporen eben gut hinkommen. Und das ist Strömung, ein sauberes Licht, wobei das, wie gesagt, nicht darauf ankommt, welche Lampe das jetzt ist, irgendwas. Und ich muss dafür sorgen, dass ich eine ausreichende, vor allem sehr stabile Wasseraufbereitung habe. In der Kontrolle der Werte zum einen, und da ist ICP unglaublich hilfreich geworden, aber eben auch in der Organik. Und das ist das, was man hier jetzt so schön sieht. Hier kommt jetzt der Korallenschleim hoch. Das ist der Abwehrschleim, den Korallen jetzt auslösen, wenn wir keine Strömung haben, der jeden Tag weggetragen wird. Hier sind Bakterien drin, hier sind Zuckerstoffe drin, hier sind aber auch Kampfstoffe drin. Deswegen ja immer mal wieder die ein oder andere, vor allem bei den Damen mit den empfindlichen Haut unten dran, hier ihre Probleme mitkriegen. Das alles sind Kampf, aber auch eben Nutzstoffe. Diese Zucker werden von Bakterien abgebaut, die wiederum wieder Stoffe für die Korallen bereitstellen. Das geht ja auch zum Teil wieder in Lösung. Das sieht man nicht. Aber ein Korallenriff produziert Tonnen von diesem Schleim, der dann NPS-Korallen, andere Korallen, Schwämme oder andere Bakterien ernährt. Die wiederum wandeln das um und geben wieder Nährstoffe an die Korallen ab, die sie wieder aufnehmen über ihre Bakterien. Und das führt dazu, dass im Aquarium diese Schleime, die binden Spurenelemente, ja, sie sorgen dafür, dass es ausgeflockt wird. Sie ernähren Bakterien. Diese wiederum gehen dann in die Wände, auf die Oberflächen über. Und das ist diese Depotbildung, die wir haben, also der biologische Teil davon. Der andere ist unsere ganzen Zusätze, die wir reingeben, die dann ausflocken, die Ausfällungen produzieren. Jeder Chemiker weiß, was ich damit meine. Gebe ich Carbonat in eine Lösung, dann bildet sich so ein kleiner Nebel. Und dieser kleine Nebel ist dann Calciumcarbonat und der löst sich nicht mehr auf, sondern der fällt runter und zieht dabei diese Moleküle, das Zucker mit an, die ganzen Verbindungen, die ganzen alten Giftstoffe, die die Korallen alle produzieren, um sich zu wehren. Ihr müsst euch halt im Klaren sein, im Riff wie im Aquarium ist das, was hier drin passiert, Krieg. Die Koralle versucht, die andere niederzumachen. Und wir sind dabei und müssen der kleine liebe Gott spielen, sich davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen. Und deswegen ist es so schwierig mit SPS und weit schwieriger wie mit anderen Korallen, sie langfristig. Und unter Langfristigkeit verstehe ich jetzt nicht, dass ein Becken im Jahr funktioniert. Das tut so gut wie immer. Weil die echt hart im Nehmen sind, die Viecher. Acropora gibt es ein paar ganz klare Regeln. Ihr braucht ein System, das eher limitierend läuft, damit zugegeben werden kann, wenn bestimmte Stoffe benötigt werden, damit es dann nachher auch sowas so wachsen kann. Ihr müsst sowas machen wie Wasserwechsel und für einen Export sorgen, der dazu dient, dass man sich ums Becken kümmert und dass man eben kein Lass ist. Das bringt nämlich dazu, wenn man das macht, dass in dem Becken sich Organik ansammelt und Nährstoffe ansammeln, die dann von Bakterien und von Algen genutzt werden und praktisch den Korallen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Nährstoffe zu hoch sind. Und das ist der Effekt der Überdüngung. Das ist wie wenn ich eine Pflanze überdünge. Versucht das mal mit einer fleischfressenden Pflanze, setzt sie in die falsche Erde und gib ihr noch Dünger dazu. Könnt ihr ausprobieren. Geht nicht lang gut. Acropora ist genau das Gleiche. Mit dem einen tollen, unglaublich interessanten Mechanismus, den die sich erarbeitet haben, dass sie mit den Algen zusammen über Licht ernährt werden können. Das ist sensationell. Und das können wir nutzen durch die Art und Weise, wie wir zugeben. Aber deswegen nimmt man ein System, bei dem Ausfällungen so weit wie möglich reduziert sind. Das ist beim Baling Light System so. Deswegen haben wir nicht mit der Carbonatdosierung diese Massen drin oder eine kleine Flasche. Weil da ist es zwar alles konzentriert, das ist zwar alles schön und gut, das hilft uns aber nichts, weil hinterher zahle ich den Preis nach 1,5 Jahren. Und das ist auch der Grund, warum die meisten High-End-Acroporas mittlerweile doch auf Baling Light oder, sagen wir mal, sehr ähnliche Systeme dann halt draufgegangen sind oder mit Kalkreaktoren arbeiten, um diese Ausfällungen weitestgehend zu minimieren. Weil das da, was sich jetzt hier so schön ansammelt, das ist nur das von den paar Korallen hier. In diesem Schleim, den könnt ihr richtig sehen, wie der hier runtertropft. Und die ganze Biologie, die ist genau unser Problem. Und das muss man einkalkulieren. Und wenn man das nicht tut, dann funktioniert ein System langfristig nicht. Ich finde es heute lustig, wir reden eigentlich nur noch über ICP.
Und ECP ist halt toll. Wir machen da daraus ja auch immer mehr, indem wir mehr Daten haben, die Daten miteinander vermischen. Wir können ja hier in unserer Anlage natürlich auch alles entsprechend checken und gucken und machen und tun. Und das ist das Tolle dann dabei. Also du hast eine Korallenfarm, du kannst dir jeden Tag dreimal am Tag dir die Proben ziehen lassen. Und dann denkst du doch, Alter, jetzt habe ich so ein Labor, jetzt passiert gar nichts mehr. Und du stellst fest, dass das wieder einer dieser unglaublichen Ideen ist, die halt voll vom Piep sind. Das kannst du vergessen. Also es ist für uns natürlich eine große Hilfe. Ich kann mein Wasser sortieren, aber wenn ihr glaubt, dass nur dadurch, dass ein Labor im Laden ist und ich hier jeden Tag Wasserwerte messe, dass wir deswegen vor Krankheiten oder Problemen oder Ausfällen oder auch mal von Sachen nicht betroffen sind, dann kann ich euch den Zahn gleich ziehen. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Das Wichtigste bei den Tieren ist Gefühl. Man sieht es den Tieren an, ob es ihnen gut geht oder nicht. Wenn die Haut dick ist, wenn ein Strahlen da ist, das ist wie mit eurer Freundin oder eurem Freund, so gehört eine ganze Portion Gefühl dabei, weil wenn ich was Falsches mache da, das ist wie wenn ich was Falsches sage, dann mache ich das in 2 Minuten kaputt und muss 3 Monate nacharbeiten, bis es dann wieder alles strahlt und glücklich ist. Ist dir das schon mal passiert, Claude? Das passiert mir so gut wie alle 3 Monate. Das Beobachten der Tiere, das Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich welche Aktion mache, wie, welche Auswirkungen das Ganze hat, fühlt sich eine Koralle neben der anderen wohl oder wird sie zurückgedrängt? Ist das Futter, was ich gebe, in Ordnung? Sind die Fische, die drin rumknabbern, sind welche da oder auch nicht? Ist die Strömung gut? Ist das Licht gut? All das spielt eine unglaubliche Rolle, wenn es darum geht, ein Aquarium über lange Zeit stabil zu halten. Ein paar Sticks reinzusetzen und irgendwie krampfhaft versuchen, die Wasserwerte stabil zu halten, das ist die Einfachphase für ein Jahr. Es dauert immer ein Jahr, bis eine gewisse Stabilität da ist. Und dann fängt die Kunst an, die Tiere so miteinander zu vergesellschaften, dass sie miteinander in diesem System klarkommen und sich nicht gegenseitig alle machen. Weil wenn man versucht hat, eine schöne Tricolor zum Beispiel, die einfach mal neben eine schöne Euphilia-Torch zu stellen, der wird relativ schnell feststellen, dass das trotz geilster Wasserwerte irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und mir ist es leider etwas zu wenig geworden. Ich höre nur noch, hier habe ich eine ECP-Kuppel, eigentlich sind meine Wasserwerte gut. Sag ich, ja, dann sagst du einer Koralle, die weiß davon aber nichts offensichtlich, weil die ist am Piep. Ich muss immer piepen, weil, wisst ja, es... Der Trick ist, das Gefühl dafür zu entwickeln. Dasselbe wie wenn ich grille oder koche. Ich brauche das Gefühl, wenn ich mein Steak vom Grill hole und da hilft mir nichts, da steht nach 15 Minuten. Das kann gut sein, das kann aber voll daneben sein. Und wenn es halt durch ist, ist es tot. Und die auch tot, wenn es durch ist. Und dann regt man sich auf, wenn man viel Geld ausgegeben hat. Noch viel schlimmer ist aber, dass man halt unnötigerweise halt ein Tier geopfert hat, nur wenn man an irgendeiner Zahl festgehalten hat. Vergesst das einfach mal. Was setzt du als Recherche voraus, weil ich kann mir vorstellen, viele Anfänger bekommen natürlich Angst, sich solche Tiere zu holen bei diesen Worten. Was setzt du voraus, damit man in der Lage ist, diese Tiere zu halten? Also ganz einfach. Erstens, was immer gut ist, ist ein Mentor. Tatsächlich. Ein Mensch, jemand, der zum Beispiel ein funktionierendes SPS-Aquarium hat. Und zwar über längere Zeit. Nicht neu eingesetzt. Eine Korallenzuchtfarm. Ein Betrieb, in dem ihr reinkommt, ein schönes Schaubecken hat, mit SPS, mit solchen Sachen dann dabei. Ihr braucht zuallererst mal jemanden, den ihr ein kleines bisschen folgen könnt. Und dann müsst ihr eure Gier einfach sein lassen und eure Ungeduld zu meinen, dass alles innerhalb von einem halben Jahr funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn man kochen lernt, das funktioniert nicht, wenn man Auto fahren lernt, das funktioniert nirgendwo. Man braucht eine gewisse Erfahrung, wie im Beruf, wie gesagt überall, bis man sich Stück für Stück dran hintraut. Das ist ja auch ein Weg, es macht ja auch Spaß. Man muss ja nicht alles gleich am Anfang kaufen, nur wenn man es kann. Und man muss sich auch überlegen, welches Biotop macht man. Vielleicht schaut ihr einfach mal auf unsere Webseite drauf. Wir haben euch verschiedene Biotope dargestellt, mitsamt den Grundrezepturen, wie sowas geht. Ihr habt heute die ICP zur Richtung, aber da müsst ihr euch auch entscheiden, ein SPS-Becken machen zu wollen. Und dann sucht euch die Leute, die es können. Es gibt wirklich Läden, die das können, definitiv. Und meinen schönen Gruß zum Beispiel zu meinem Freund Joe, Joes Korallenfarm in Dortmund zum Beispiel. Der Joe ist genau das, was ich damit meine. Der Joe guckt sich eine Koralle an und sagt dann einfach, die ist gestresst. So, der braucht da kein Wasserwert dazu. Der guckt die an und sagt, alles ist klar. Wenn ich hier durch die Anlage gehe, sage ich dir auch, wo ein Parasit drauf sitzt. Ich verstehe gar nicht, dass man es nicht sehen kann. Aber das habe ich nicht gelernt innerhalb von einem Jahr, nur weil ich ein paar Scheiben geputzt habe oder weil ich mal 5-mal ein Buch gelesen habe. Da steht das nicht drin. Das kommt im Laufe der Zeit. Und es gibt kein Becken, was rundlauf funktioniert. Weil es wirklich
wirklich anspruchsvoll ist. Und diese Tendenz in der, im Marketing, in den Produkten zu sagen, ha ja, dann nimmst du ein Produkt und das misst du zusammen und es ist hochkonzentriert, das geht alles. Wenn es so wäre, dann würde ich es machen. Da ich es nicht mache, ist es nicht so. Und für alle die, die irgendwas mit Systemen veranstalten, machen oder tun, es gibt wirklich tolle Dinge. Ist überhaupt gar kein Thema. Ich bin hier der Letzte, der da steht und sagt, nur mit meinem System geht sowas. Es ist aber nur eine Handvoll, weil das sind alles Jungs, die Erfahrung haben. Und deswegen bilden wir auch diese Leute als ICP-Berater aus. Nur diejenigen, die Erfahrung haben. Du brauchst einfach 5 bis 10 Jahre Erfahrung in diesem Business, bis du mal weißt und einschätzen kannst, was passiert bei dem Aquarium eines Fremden, der sich nicht sehen kann. Ich höre ja nur, die Wasserwerte sind toll und meiner Koralle geht schlecht. Ich sehe die Koralle nicht, ich habe keine Chance, mich vor das Becken zu stellen und das Gefühl dafür zu kriegen. Und deswegen braucht man jemanden, der Erfahrung hat, der einfach weiß, ah, okay, kann man schon denken, was da passiert ist, gehen wir mal die Richtung. Und dann funktioniert es auch mit Aquaporen, aber dann fängt man mit den einfachen Sachen an und baut sie Stück für Stück aus, bis man ein perfektes Becken hat. Was ist deine Nummer 1 Aquapora, die du jemandem, der da rein starten möchte, an die Hand geben würdest? Also die Enzmann ist einfach geil. Die Enzmann leuchtet bei Tag und bei Nacht, die leuchtet bei Blau und bei normalem Licht. Das ist ja auch diese grünfluoreszierenden Arten, die wir gerade unten stehen haben zum Beispiel. Das ist so, die ist einfach schön. Die zeigt Polypen, die zeigt Wachstumsspitzen. Hier sind wir jetzt ja alles unter Tageslicht, damit wir filmen können. Und in Blau funktioniert das immer nicht. Die macht einfach Spaß. Die macht einfach Spaß. Ist nicht so schwierig, kann man auch mit Weichkorallen zusammenhalten, weil sie die Umgebung liebt. Und für mich ganz besonders, was ich halt mag, ist Echinaten und sind die Nackerten. Die halt eben gar nichts haben, im Moment gerade echt schwierig zu kriegen und ich habe auch wenig Zeit, mich darum zu kümmern, deswegen lasse ich sie momentan, aber das sind so meine Favorites. Ihr seht ja im Netz immer wieder Becken, Thomas Meyer zum Beispiel, Matthias Kraus, weltweit überall, die da ihre Becken stehen haben. Was ich euch sagen kann, was die Jungs alle eins haben, sie sind diszipliniert, sie schauen nach ihrem Becken, sie haben jede Woche irgendein kleines Problemchen, wo sie wieder handeln, wo sie sofort reagieren drauf. Sie fragen auch nach und sie haben vor allem eins, sie sind in keinster Weise irgendwie so arrogant, dass sie der Meinung sind, dass sie wüssten, was sie tun oder dass sie sagen würden, wir kennen uns komplett aus. Die haben, wie ich auch, etwas Erfahrung gesammelt, aus der wir reagieren. Aber richtig verstehen, diese ganze Biologie, die die Korallen miteinander haben, da arbeiten wir uns gerade rein. Die ganze Zeit über, lernen jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr noch dazu. Egal ob mit ICP-Daten oder im praktischen Arbeiten. Aber zu behaupten, wir würden verstehen, was in Riffen funktioniert oder wie das geht, da habe ich nur müdes Lächeln übrig. Wer der das behauptet und der sagt, er arbeitet wissenschaftlich dran und er versteht alles, was da geht, also ich lache und gehe einfach meinen Weg. Ich vertraue da lieber Praktikern, die durch Gefühl und durch ihre Art, wie sie mit den Tieren umgehen, Erfolge haben und nicht dadurch, dass sie auf dem Papier irgendwas behaupten, was einfach nicht da ist.